die sie nur genießen können, wenn sie brav auf unsere Konzerte kommen. Denn sonst gibt es das quasi nicht zum Anhören, weil nämlich uns diese Australier verboten haben, das Lied auf der CD aufzutun. Da sind die ganz wilde Hunde. Also wilder Neues in der Musik, wenn man es in die Rechte anfängt. Sie haben einmal ein Lied freigegeben an den Roman Gregory von Alkbottl, kann ich mich erinnern. Können Sie sich erinnern an das schöne Alkbottl-Lied Fanta Light, das im Original Thunderstrike heißt? Strikes waren da schön. Und die AC/DC, bitte sehr, also jetzt habe ich schon ziemlich alles verraten, die haben damals tatsächlich mit Alkbottl als Vorband gespielt und der Roman Gregory ist ja ein schlauer Geselle. Der ist mit dem kompletten Vertragswerk, was er aufgesetzt hat, ist er zu dem Gig gegangen, dann hat er eine ganz schöne Abend gemacht, dann ist er in die Backstage-Garderobe gegangen und come on boys, come on, I give you something, was er irgendwas zum Trinken wahrscheinlich. Ich glaube, Bier wird es nicht gewesen sein. Und dann hat er gesagt, I'm such a big fan und blablabla. Und dann hat er denen im halb illuminierten Zustand quasi den Vertrag drunter gehalten und die haben gesagt, ja, Fanta Light, that's funny. Vorgespielt hat er seinen auch? An einem Walkman hat er. Echt? Ja. Vorgespielt mit dem. Damals noch haben Sie gesehen, wie lange das hier ist? Mit dem Walkman. Was ist denn das? Mit dem Walkman hat er sich vorgespielt und dann hat er das gekriegt. Übrigens, heutzutage, wir haben das alles noch miterlebt, oder? Mit den Ghetto-Blaster als kleinste Einheit. Damals, oder das war das Ganze, was du hast, was ich gut muss kennen. Ein Ghetto-Blaster, dann bist du auf einmal mit dem Walkman rumgerannt, dann waren die Discmans. So komische Menschen haben dann, das war die. Die man hat es nicht was? Ja. Und dann hat es die Minidiscs gegeben für die ganz alten Leute. Die haben einen Minidisc-Player. Wow! Ja. Für 3 Monate haben sie nichts mehr hergestellt dafür. Also war eine kurze Phase. Und jetzt erinnern sie alle nur mehr um und um mit irgendwelchen so kleinen Knupfern beim Rennen und die Kopfhörer. Der Alexander hat herausgefunden, mittlerweile sind sie so weit, dass auch wenn sie zum Beispiel surfen lernen und eine teure Surfschule sich aussuchen, kriegen sie einen Helm aufgesetzt und drinnen haben sie ein In-Ear und dann rennt der Surflehrer mit ihnen die ganze Zeit am Wasser. Stell dir mal super vor, weil normalerweise schreien die ja mit an die ganze Zeit, weil die stehen am Ufer und das ist unangenehm. Das will, man will sich nicht anschreien lassen den ganzen Tag. Und so hat man jetzt die Kopfhörer drin und dann sagt, ja. Entschuldigung, dass ich kurz stören habe. Wenn er schreckt, ich bin's, der Surflehrer. Ganz gut, jetzt noch ganz ruhig bleiben. Rechter Fuß für ihre. Ja, du machst das sehr gut. Und nicht, ja, du machst den rechten Fuß für. Angenehm, Regie. Wird alles immer kleiner. Und so wie wir früher die großen Blasters gehabt haben, haben sie jetzt die kleinen Dinge, die waschen rein. Und die Kurve, die ich jetzt kriege, ist nämlich die. Das hat sich verändert. Aber gehen sie jetzt auf ein Volksfest. In die 80er Jahre sind sie gefahren mit dem Autodrom und heute fahren sie mit dem Autodrom. Auf dieses Verlust. Yeah.